Wir springen zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Mega Man mit seinem Schwarzenegger-Film. Hilfe! Hilfe! Ich muss weg! Warum bist du wieder da? Schieß, schieß, schieß drauf! Danke! Nein, nicht auf mich! Wieso lebst du noch? Der hängt dran! Los! Halleluja, das war ein epischer Kampf! Ja, ansonsten, ich bin momentan ein bisschen euphorisiert, weil ich mit Xenogears sehr bald durch bin. Und gerade wenn man so ein langes Rollenspiel, wenn es so langsam zu Ende geht, wäre zumindest ich so ein bisschen wehmütig, wehleidig bin ich ohnehin immer, weil ich ein Kerl bin. Das passiert, das ist ja immer so. Ein Bekannter von mir hat sich jetzt irgendwie einen Finger durchstochen, an der Maschine, mit einem nadelartigen Gerät, sag ich jetzt mal. Und denke ich mal als Kerl nur, ich wäre gestorben dabei vor Schmerzen, wenn ich mir das vorstelle. Oh, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann kein Blut sehen, solange es nicht mein eigenes ist. Oder, ich meine, ich habe ja auch schon einiges an Splatter-Movies gesehen. Na gut, so viele sind es auch nicht. Ich stehe auch nicht unbedingt auf das Zeug, aber wenn man jung ist und, bin ich ja nicht mehr. Also, sag mal, Teenager, da will man ja unbedingt, oh, ich will erwachsen sein und komm hoch. Achso, komm hoch! Und, das macht man ja, indem man irgendwelche entweder Titten-Movies guckt oder, ja, Horrorsachen. Oder Splatter-Sachen, weil man dann cool ist. Also man denkt jedenfalls, man wäre es. Behaupte ich jetzt einfach mal. mittlerweile, ich stehe nicht so auf das Zeug. Aber ich kann soweit alles ertragen. Außer ich stelle mir vor, dass irgendwie Körperteile abgesägt werden. Und man sieht das Sägen. Da stellt sich bei mir alles hoch. Fast alles. Also alles, was mit Haaren zu tun hat. So, ich hoffe, ich verzettel mich jetzt gerade nicht wieder. Ah, ich liebe den Pfeil. Ich nenne ihn den Darkwing Duck Pfeil. Wie ich schon mal sagte, weil es einen entsprechenden Pfeil aus der, oder in der, über die Gaskanone aus, wie heißt das Spiel noch gleich? DuckTales halt eben von, ach Quatsch, nicht DuckTales. Der Mensch springt rüber. DuckTales, Mega Man Tales mit Knochen für den Hund. Moment, muss hier richtig springen. Und es rennt mich so ein bisschen an Mario. Aua. Bitte spring rüber. Danke. Also, Mario. Ja, ihr kennt doch Super... Verdammt. Super Mario World. Hallo, pinker Gnom. Wieso komme ich jetzt aus pinker Gnom? Ah, egal. Moment, wäre ich da unten sicher gewesen vor ihm? Nee. Verdammt, der sprang anders vorhin. Aber wenigstens gibt er mir wieder Energie. Yes. Ach, denkt mal, Mann. Wartet eine wahnsinnig gute Taktik ab, indem man sich erstmal das stirbt mal, das Bewegungsmuster von diesem Knaben anguckt und dann funktioniert das nicht. Hallo, mach auf. Wow. Er springt, ich meine, er schießt sogar. Ich kann einfach drüber springen, ich könnte es auch tun, weil ich gut bin. Aber es lassen wir dann doch besser. Das ist nicht im Zufall. Mist, hätte aufladen sollen jetzt schnell. Da komme ich nämlich nicht drüber. Jedenfalls nicht ohne. Nein, ich komme wieder einer. Runter. Weg hier. Weg hier. Okay, okay. Noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Aber ich fürchte, es kommt noch mal eine Mario-Stelle. Ach nein, mit Stampfies. Nur. Schnell. Nein. Boah, drunter durch. Schnell. Hoch. Hochspringen. Boah, ich bin gerade sowas von hier. Oh, cool. Das ist ein aufzugmäßiges Teil. Yes, woo, ich bin mein Boss. Okay, wenn das der Boss ist, dann ist es der Weil-artige Boss. Ich nenne ihn Weil aus Mega Man X. So, er kann das hier machen. Wenn man da dran ist, macht er den hier. Und wenn man das kann man ausnutzen, wenn man rechtzeitig springt, kommt man da immer drüber. Man sollte aber nicht sofort springen, wenn er blinkt, weil die Richtung, in der er die Dinger schießt, hängt davon ab, in welchem Winkel man sozusagen zu ihm steht. Also, oder, ja, zu ihm sich befindet. Da kann ich nämlich auch diagonal schräg hochschießen. Die Dinger machen keinen Schaden, aber sie freezen Mega Man. Also er kann da nichts mehr machen, bis er getroffen wird. Ich glaube auch nicht, dass dieser Effekt irgendwann mal nachlässt oder so. Yes! Wunderbar! Wir haben den Knaben hin... Okay, den versuchen wir jetzt noch. Den versuchen wir jetzt noch. Das Finale von Mega Man 5 besteht aus Steinen kaputt machen. So. Ja, das Level, senkt sich halt, wenn man... senkt sich halt,
wenn man die Steine kaputt macht. So, und wie machen wir das jetzt? Ah, ja. Verdammt. Das war schlecht. Ich komme ja unten nicht mehr dran. So, jetzt schnell, schnell. Jawohl, geht doch. Zack. Okay. Das Level ist relativ simpel. Das Problem ist nur, wenn man den Boss nicht schafft, muss man das Level von vorne machen. Ist jetzt zwar nicht schwierig, aber es nervt halt. Hallo. Pfeifbruder. Er raucht gern Pfeife. Nein, nicht! Nicht! Ich bin unsichtbar! Naja, ich bin getarnt. Ja, Oliv ist so praktisch, Oliv ist so schön. Da habe ich Oliv an, kann ich meinen Bruder doppelt sehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, dass er größer wird, wenn sein Kostüm kaputt ist. Urgh. Ach ja, das war das. Urgh, ich muss erstmal wieder reinkommen. Eigentlich ist er recht einfach, wenn man weiß, wie er geht. So. Jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Ah, jetzt kann es sein, dass ich ihn habe. Ich einfach mal schießen. Man kann ja sein, dass man ihn trifft, weil er vereinigt halt diese Schildfähigkeit von einem seiner Vorgänger. Ja, aber man kann ihn treffen, wenn das Schild sozusagen ein bisschen in ihm drin ist. Nochmal. Treffen. Zack. Er ist, ist ein Konzentrationsboss, will ich es jetzt mal nennen. Mach dein Schild, danke. Man muss halt aufpassen, ne? Das ist das A und O hierbei. Und wenn man das einmal drin hat und er häufig sein Schild wegschmeißt, was enorme Schaden macht, wenn man dagegen stößt, oder Dings, das finde ich jetzt gut. Das finde ich jetzt echt gut. Und Jock und Jock und Jock und schieß doch mal. Haha! Mein Gott, ich hatte früher solche Probleme mit dem. Ich weiß noch nicht, welche Waffe gegen den gut ist. Aber er ist hinüber. So, das war Mega Man 5. Oh, Moment mal. Du hast dich gut geschlagen, Mega Man. Ich hätte niemals erwartet, dass du meinen mächtigen Dunkelmann besiegst. Roboter Darkman. Bis jetzt habe ich es geschafft, Protoman die Schuld in die Schuhe zu schieben für meine kriminellen Machenschaften. Aber nun ist der wahre Protoman aufgetaucht und hat meine Pläne durchkreuzt. Dr. Light ist ein Gefangener in meinem Labor, wenn du es wagst zu kommen. Du schaffst es nicht, mich aufzuhalten, weil du zu blöd bist, um diagonal zu schießen, Mega Man. Deswegen halte ich hier an und muss meine Augenbrauen kratzen. Und das kann ich nur machen, wenn ich meine Augenbrauen bewege, weil ich kann nicht meine Arme bewegen, weil sie lahm sind. Harr, 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 harr. Ich habe einen riesigen Glaspilz auf meiner Bude stehen und das finde ich gut. Der hat auch Satellitenfernsehen. Wäre mir auch langweilig. So. Einfach, weil ich es kann. Dünnü. Oh, sogar ein M-Tank. Finde ich gut. Man kann übrigens nur einen M-Tank bekommen. Mache ich diese Stage? Ich versuche es einfach mal. Springt bloß hier nicht runter. Wenn ihr hier runter springt, dann habt ihr keine Chance mehr zu leben. Weil dann kommt ihr automatisch auf diesen Stachel da. So, hier runter. Ich habe heute meine verdammten Spendierhosen an. Oh, ein Plants vs. Zombies-Gegner. Katapult. Keine Ahnung. Ich mag Plants vs. Zombies, auch wenn ich es nie gespielt habe. Aber ich habe verdammt viele LPs dazu gesehen. Ja, es ist Sonntag. Ich bekomme ein Leben und zur Feier des Tages. Aua, noch mehr, mehr Energie, mehr Turban, Fledermäuse. Ja, das ist die Spike-Level. Na, bitte in die richtige Richtung schießen. Oh Gott, ich hasse es. Und zing und zing. Sehr gut. Da treffe ich ihn und da trifft er mich auch. Toll. Aber ich bin unverwundbar gewesen. Deswegen hätte ich das ausnutzen sollen, um darüber zu springen. Es ist nicht schwer. Man muss nur dosiert springen. Es ist schwer. Man muss dosiert schießen und dosiert rutschen. Und dosiert aufladen, wenn man es denn mal schaffen würde. So. Ching und Chang. Wunderbar. Ach nee. Wenn ich hier sterbe, ist aus. Dann mache ich nicht mehr. Dann will ich nicht mehr. Oh nein, der Bodensaugerputzer. Die Putzfrau-Roboter. Bitte nicht treffen, danke. So, zack, zack. Da komme ich irgendwie nie hoch. Zack, zack. Und jetzt aufpassen. Nein, machen wir hier nochmal. Und zong, zong. Haha.
Verdammt, ich bin zu schlecht. Entweder kann man da überhaupt hochspringen? Ich weiß es nicht. Hey, ich hab's auf Anhieb geschafft, da durchzukommen. Ach nein, es ist die Dustman-Passage. Ich weiß nicht, was die Entwickler zu geritten hat. Oh, wir machen nochmal hier einen Dustman-Abschnitt. Also, wer mein voriges Let's Play oder dazu gesehen hat oder Mega Man. Scheiße. Mega Man 4 kennt. Ah, finde ich gut, dass man das Ding abschießen kann. Oh, Stampfi. Und das weit genug runter. Nein, gut. Ist, meiner Meinung nach ein bisschen schwerer als das von Dustman. So, schön abnatzen. So. Kommst du hoch? Nein, kommt er nicht. Dann lade ich einfach mal auf. So, jetzt warte ich. Dadurch. Tut mir leid, es nimmt mich mental gefühlsmäßig einfach mit hier. Deswegen, muss ich Geräusche machen, während ich hier durchpese. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Zack, zack, zack. Das sah irgendwie knapp aus. So. Ach Gottchen. Ja. Ach so, ich muss dem Hund ins Gesicht schießen. Stimmt ja. So. Ach Gottchen. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Stelle jetzt kommt. Die. Nein, doch noch nicht. Gut. Ah, Leben. Aha. So, komm runter. Zack, sehr schön. Man muss sie ausmanövrieren, diese Gegner. Und klappt das auch? So, was war hier? Ach, Mieje. Oh Gott, den zweiten habe ich beinahe übersehen. Ich meine, ich habe ihn übersehen. Das bin ich auch getroffen worden. Egal. So, noch darüber. So lang hier. So, Konzentration. Sehr gut. Zock. Oh, ich bin schon beim Endgegner. Ich habe jetzt gedacht, es käme mir noch irgendwie so eine fiese Stelle. Die kommt vielleicht später. Habe ich es verwechselt? Also, was kann. Ach nee. Ach nee. Ich mag ihn nicht. Jedenfalls nicht Buster Oni. Wobei ich. Keine Ahnung. Können die irgendwas droppen? So, nicht hochspringen jetzt. Man muss die Teile von ihm. Abschießen. So, damit man hochkommt. Deswegen, ich finde den Boss taktisch. Uah, scheiße. Ich meine, nein, ich finde den Boss klasse gemacht. Eben wegen dieser Sache. So, aufladen. So. Aber ich finde ihn nicht einfach. Weil man hier auf viele Sachen achten muss. Und das ein bisschen vom Zufall abhängig ist, wo die kleinen Kröten von ihm runterkommen. Zack. Und aufladen. So, und jetzt. Na, oh, verdammt. Ich habe gedacht, ich hätte sie schön ausmanövrieren können. So, abschießen. Und. So, sehr schön ausmanövriert. Oh, du hast auch Hoppala, ich wollte das gar nicht. So, nochmal schön aufschießen. Geht doch. Oh Gott, jetzt kommen sie von da. Was war das? Das muss ich mir nochmal angucken, wenn es soweit ist. Oh Gott, es wird knapp. Es wird echt knapp. Ich hoffe, ich spawne direkt bei. Oh, Gott sei Dank. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es Endgegner gibt, wenn man gegen sie failt, dass man dann weit vorher im Level, oder was ist das, in der Mitte des Levels wieder anfängt. So. Okay, mit voller Energie ist es weitaus einfacher. Aber ich war ja nicht gerade sehr voll und je nachdem, wo die Dinger runterkommen, wie ich sagte. Ich bin so schlecht im Ausmanövrieren. Und die Dinger machen halt Mordsschaden. Diese komischen. Ich dachte, das wären Reifen. Keine Ahnung. Verdammt. Ich hasse es. Das. Komm schon. Oh, schon wieder so ein komischer Glitch. Ich weiß auch nicht, warum ich im Kopf hatte, dass das Reifen sind. So, mein Kommentar zackt gerade mal in. Meine Spielweise zackt gerade enorm, wo ich mich angefangen habe, so gut zu schlagen. Drungs. Verdammt. Ach ja, stimmt. Er ist auch nur dann verwundbar, wenn er seine Äuglein aufmacht. Wobei ich. Danke? Nein, rutsch doch bitte. Danke. No. Ja. Wieso bedanke ich mich beim Boss? Verstehe ich auch nicht. Ich wollte ihn einfach nur umbringen. Lad auf, lad auf, lad auf! Nein! Jetzt mache ich dir gerade aber richtig einen auf idiotisch. Boah, Gott sei Dank, er ist hinüber. Ja. Sehr schöner Boss, finde ich. Also, da steckt mal eine schöne Idee drin. Mach das und dann machst du das, damit du ihn überhaupt treffen kannst. So, doch welche super tollen weiteren Bosse werden uns im Pilzkönigreich von Dr. Knochiweili noch erwarten. Mehr Scheinwerfer, bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yay, Wasserleitung. Mehr Wasserleitung im Hintergrund.